Macht ja jetzt keinen Sinn. Ja, und ein Haus in so einem Berg ist ja auch immer noch cool. Ja, man muss ja auch mal was sehen können, oder? So, ich baue jetzt hier noch einen Stein ab. Welche Wand nehmen wir? Ich habe jetzt schon einen Stack. Baue ich den hier auch ab. Ein Stack. Erde, ja. Okay. Ja, ich mache gerade die Wand nochmal eben. Und wir sollten auf jeden Fall aufpassen, wenn wir uns reingraben, dass wir möglichst die Wände aus dem Stone noch lassen. Dass wir nicht so viel nachbuddeln müssen hier. Nachbasteln müssen. Mit Cobblestone. Also wie du das jetzt. Meine... Genau. Richtig. Daher mussten wir ja irgendwie begradigen hier die ganze Geschichte. Achso, du meinst, dass wir jetzt uns nicht zu weit graben, auf der anderen Seite rauskommen und dann wieder alles zubauen müssen? Ja, ja, richtig, so. Genau. Ja, ich versuche dran zu denken, beziehungsweise drauf zu achten. Halbwegs, wenn du kannst, dran denken. Gut. Ja, ich würde mal gucken, dass wir hier auch auf der Seite noch irgendwo eine Ebene finden. Dass wir also wissen, bis wohin wir uns da irgendwie eingraben, weißt du? Vorteil ist, wenn wir jetzt hier so einen Berg rumgraben, wir finden natürlich auch wieder neue Ressourcen. Wie zum Beispiel hier die wunderschöne Kohle. So. Ja, gestern war ein düster Tag gewesen. Ich finde, das Texture Pack hier allgemein ist relativ düster, was ich hier habe. Oder es liegt an deiner Helligkeit. Das liegt gleich zu sehr untergestraucht. Ah, mitten am Tag ist doch die Helligkeit total irrelevant. Irrelevant. Ja. Helligkeit, ich habe 90%. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich es auf düster stelle. Also ich finde es halt nicht so... Es ist nicht das von Handball. Es wirkt halt nicht so freundlich, richtig. Das ist schon ein Unterschied, finde ich. So, wenn man die ganze Zeit dran gewohnt ist, weißt du? Dran gewöhnt ist. Ja, nur das Problem ist halt, es sind ja auch eine Menge neue Blöcke, die dazukommen. Und nicht jeder, der ein Texture Pack macht sich halt die Arbeit, dann noch die ganzen extra Blöcke reinzufügen. Ja, nee, ist richtig. Das ist richtig. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber generell, schade, dass es einfach so dunkel ist. Also, weil es ist ja auch ein netter Comic-Style, darf man auch nicht vergessen. Es hat Potenzial. So. Aber es ist... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich da mal gucken. Das könnte natürlich mit den Shadern auch nochmal ganz anders aussehen, vielleicht. Ja, nur sind die Shader eigentlich mit Tech so kompatibel an sich? Ach, die sind mit allem kompatibel. Also finde ich. Du kommst mir fällt aber auf. Ja, sofort. Ich habe nämlich gerade sowieso meine Spitzhacke ruiniert. Haben wir. Haben wir eigentlich letztes Mal mit diesen Emeralds und sowas was gebaut? Emeralds? Na, wir haben doch diese ganzen Sachen. Rubin und so ein Zeug alles. Damit haben wir noch nicht gebaut. Ich das jetzt sollte noch machen. Die haben nämlich keinen Sinn. Also ich baue das jetzt gerade noch aus, dass hier so der Eingang ist, so schräg. Denn ja. Hier so, wenn man hier so rauskommt, ist halt ja dieser Block hier, dann der Block und das ist dann so rum. Ja, okay. Und bis wohin gehen wir an der Seite? Ich würde sagen, wenn wir... Also ich habe das Haus ja da hinten so schon mal oben so ein bisschen freigesetzt. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier sein. So den Eingang haben, ist... Dass wir, wenn wir vorerst. Also, das sollte die Ecke sein. Ich denke mal, die Bergecke, unsere Hausecke irgendwo. Ja. Ja, ich denke, es ist in Ordnung. Also. Soll auch schön sein. Zu viel ist auch. Kann. Zu viel heißt nicht immer besser. Sowas. Ist ja nicht zu viel, aber wir wollten ja eine Ecke haben. Und wenn du da hinten angefangen hast, müssen wir ja die Ecke durchziehen, oder? Ich meine, wenn man zu viel von dem Berg jetzt wegnimmt, innen drin. Kann sein, dass es dann von innen nicht mehr so ganz schön ist. Nee, ich will ja nicht hinten alles jetzt wegnehmen, sondern ich will ja jetzt hier, wir haben ja schon gesagt, dass wir hier irgendwo so ein bisschen was vom Berg haben wollen. Als Haus. Aber das müssen wir hier auch irgendwie noch. Ich nehme mal den Gravel hier überall raus. Den müssen wir erstmal durch Cobblestone ersetzen. Feuerstein brauchen wir ja auch, denn teilweise vielleicht nochmal. Okay. Gut, habe ich wenigstens was gesammelt. Machen wir hier auch noch was rein. Ja, versuchen natürlich uns jetzt ein bisschen zu beeilen. Ja, die Nacht kommt bald. Meinst du, ich kann das so lassen? Kannst du kurz gucken? Ja, gleich. Naja, lass doch erstmal. Ja, okay.
Wird schon so passen irgendwie. Soll ich dann schon mal ein bisschen drin Jetzt. ausbuddeln, dass wir Kisten und alles für die Ja, Nacht na haben? klar. Na klar, na klar, na klar, na klar, na klar. Ich habe ja gar keinen Stein mehr hier. So, okay. Kann man durch Erde ersetzen hier? Ist ja alles gar kein Problem. Wir sind ja Professionelle. So. Gut, dann nehmen wir den da oben auch noch ab. Ah, da oben ist auch noch Kohle. Wie schön. Okay, ich habe gerade ein paar Blöcke in die Richtung gearbeitet. Ich nehme mal einen von denen weg, um zu gucken. Ja. Ja, Season hat noch einen gefehlt. Dann müssen wir jetzt gleich nur zwei, nee, ein, Ach so, nee, wollte ich ja gar nicht machen. 4, 5. Oh, hast Schaden genommen? Yep. Darunter gesprungen. Hast du nicht auf dein Hobby gedacht? Achso. Oder meinst du, wir sollen, hier so, hab ich das sollten hier? Wir hier so in der Ecke vielleicht so ein Fenster reinmachen? So ein 3x2 großes, also 2 hoch, 3 und breit. Ja, mit Ecke oder sollte das, Wäre das wieder dann hier so? Autsch, warte mal kurz. Ich muss mal aus der Kiste holen. Oh, es wird langsam Nacht. Ja, deswegen. Ich hole schon mal die Betten. Truhe nochmal hoch. Ach komm, ich nehme jetzt hier einfach was mit. Sammel du auch schon mal irgendwas. Die Kisten können wir ja draußen stehen lassen und dass wir dann schlafen und dann am nächsten Morgen sofort weitermachen. Richtig, aber ich habe jetzt schon mal was hochgenommen irgendwie. Deswegen. Aber ja. Hast du mal irgendwelche Fackeln oder so? Fackeln haben wir hier noch 9 in der Truhe, warte ich mal. So. Danke. Ich mache gerade hier mal so ein bisschen Platz für ein Schlaflager. Toll. Jetzt ein Pennmann. Ja, das sollte ja, reichen. Schön. Ja. Gut, mach die. Oh, ich muss auch mal ganz unprofessionell was trinken. Oh, die Halsschmerzen erfordern Tribut. Okay. Ja, Fenster wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ich grab mal von hier außen rein. Ja, ich wollte das dann halt so hier über den Kink machen, dass das so von der Größe ungefähr wäre. Also. Ja. Dann. Weiß nicht. Ja, eins. Ja, wäre schon gut. Wäre ja alles, wenn er richtig hätte. Dass wir dann hier so wirklich hier unsere kleine Schlafecke machen, dann, und dann hier so und das Fenster rennen. Soll das die Schlafecke sein oder soll das Wohnzimmer sein? Das ist ein Berg, also. Man könnte alles da reinbauen. Durchaus kann man das tun. Ja, weiß ich nicht. Kann man ja immer noch mal so ein bisschen machen. Auf jeden Fall machen wir hier erstmal einen schicken Raum, weil es sollte ein großer Raum sein, weil wir schon so eine gute Aussicht haben. Oder? Ja, ich würde sagen, dann hole ich jetzt die ersten Sachen rein und baue die ersten Kisten, dass das nicht hier draußen steht und eventuell von dem Creeper weggesprengen kann. Ja. Nehme ich den auch. Ich werde jetzt auch gerade mal. Ich habe ja noch gar nicht. Boah. Ja, du hast die wichtigsten Sachen irgendwie, habe ich Gefühl. So. Ich mach den hier nochmal weg. Wir müssen runter zum Redstone. So, gehen wir noch einen weiter. Und dann lassen wir erstmal eine Wand drin stehen. Ich würde sagen, dass wir auch noch mal weiter reingehen. So, jetzt hier erstmal unsere Kisten hin, okay. Aber ich wollte noch mal ein weiter reingehen hier, das ist ein bisschen zu eng. Ja, mach das ruhig. Die Kiste können wir mitten im Raum stehen lassen vorerst. Ja. Vielleicht mal kurz dann. Gut, also wir sollten auf jeden Fall aus diesem ganzen Rubinzeugs und so ein Zeug, was wir da hatten, sollten wir uns Spitzhacken und sowas machen. Und Schwerter. Aus Rubin? Die halten zwar. Ja, diesen ganzen Scheiß. Wir können sonst nicht gebrauchen. Ja. Der Vorteil ist, die sind so effektiv, glaube ich, fast wie eine Diamantspitzhacke. Und Schwert. Können aber. Oder halten aber nicht so lang. Ja, oh. Was mir relativ wurscht ist. Ja. Wenn wir das Zeug aber sowieso immer on demand finden hier, das ist ja. Die Rubine hast aber, glaube ich, du. Ja, habe ich. Ich guck gerade, hast du hier mal eine Baukiste irgendwie mit hochgebracht? Ja, ich guck gerade alles. Ich nehme dann kurz die, die draußen steht, mit. Mach das mal bitte. Wenn wir mal irgendwie anfangen können. Hast du den Aufgang eigentlich draußen schon mal angesehen? Wenn wir den dann, wenn wir genug Kies haben, irgendwann mal. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Stell mal da irgendwo, stell mal hier hin, erstmal an die Seite hier. Da so. Da ist sie. Oder Crafting Table hier an die Ecke. Hier. Der stört er am wenigsten. Gut, was wollte ich machen? Ich mach dir aus meine Spitzhacke, ja? Mach das. Ach, scheiße. Hast du.
Kacheln. So, so. Wie viel mache ich denn da jetzt draus? So, alles klar. Okay. So, wo bist du? Hier. Kriegst mal was von mir? Einmal eine Spitzhacke? Hä? Hast du schon aufgesammelt, glaube ich? Nee, ich hab nicht bekommen. Warte mal. Ich hab nichts bekommen. Ist nichts rausgegangen? Nee, was war das denn? Eine Rubinspitzhacke? Ja? Nee, habe ich keine Infektion. Die werden doch nicht gelöscht hier, oder? Weil Cheaten und sowas kann man ja nicht hier. Habe ich ja alle draus. Ja, doch, rein theoretisch geht das noch mit Slash Gift. Ah ne, wir sind ja keine Kills. Guck mal, ich habe was rausgegeben. Ja, das kann ich auch sammeln. Ach du Scheiße. Du hast denn noch? Kann das sein, dass ich die dir irgendwie nicht geben kann oder so? Kann sein, hast du ja noch Biene? Warte mal, ja, habe ich. Dann kann ich die. Ich mach mal jetzt gerade einen Test. Ich will mal wissen, ob ich es nicht rausgeben kann. Ich habe noch alles da für dich. Guck mal, ich schmeiß was raus hier, ja? Jetzt ein Saphir-Schwert, das habe ich. Und das ist auch schön blau, das sieht cool aus. Gut, und jetzt mache ich dir nochmal die Spitzhacke. Die habe ich nämlich beide gerade zugeworfen gehabt. Oder hast du dich vielleicht noch im Inventar, dass die nicht richtig rausgeworfen wurden oder nicht gespeichert oder so? Nein. Ja, guck mal, wie die abgeht. Die geht ab, wie gut sie. Ja, deswegen ja. Ist der Wahnsinn, oder? Ja, halt. Die hält auch trotzdem noch ganz gut. Jetzt machen wir hier nicht alles weg. Wir wollten ja hier nicht getrennt. Ich habe hier nur. Okay. Gut, gut. Das ist Hammer, oder? Ich will jetzt nur gerade mein altes Werkzeug hier noch weghauen. Und damit kannst du auch echt gute Sachen abbauen. Ja. Aber du kannst damit zum Beispiel kein Obsidian abbauen. Das geht zum Beispiel nicht. Und, ja. Ich baue uns mal kurz ein paar anders, Öfen. Ja, bitte, wir müssen was brennen. So, jetzt kann ich endlich auch mal wieder Spaß haben. Zack, 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 zack. Ja, schön. Jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir weiter? Ich würde ja gerne. Also auf Inventar. Lager. Lass uns mal überlegen. Wollen wir unser Lager hier irgendwo an Anfang setzen? Jetzt Lager. Das heißt, sagen wir gehen. Wir brauchen ein Lager, das würde ich nicht im Wohnzimmer machen. Achso, du willst das da hinten als Wohnzimmer? Okay. Pass auf, dass du nicht zu weit raus. Mach ich doch nicht. Die Hilfsstücke sind 2. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir mit einem Abstand. Gut. Mal hier durch, dass wir so einen Block frei haben. Guck mal. Der hier muss auch noch weg, sonst ja, ist es nicht parallel, oder? Ja, doch, der muss weg. Muss weg. Okay. Der muss weg. Ja. Wie jetzt nicht parallel? Ach, ja, hier okay, stand. Machen wir Doppeltür hier stand noch so, Blöcke. Oder? Und okay, ja, ich bin gut. Einer der Menschen, der muss das alles in Ordnung und alles haben. Naja, meinetwegen bin ich auch noch in so einen Ordnungsfreak eingezogen, alter Schwede. Naja, was soll's. Haben wir noch Holz? Wollte ich gerade gucken, bin ich gerade am gucken. Wir leiden am chronischen Holzmangel, kann das sein. Soll ich ein bisschen was farmen gehen, mal kurz? Wir haben ja, keine ja, Bäume, nichts in der Nähe. Ach du Scheiße. Okay. Wobei hinter uns war ja irgendwo dieser Wald. Ja, ja, ist richtig. Okay, Holz bräuchten wir eigentlich schon. Ich geh mal. Du gehst mal kurz gucken und ich schaue, was wir jetzt als allererstes dann craften. Zeige ich den Leuten hier schon. Ja, gut. Ach, der ist okay. Wirklich direkt um die Ecke. Also, als allererstes werden wir einen Generator craften. Einen einfachen. Der wird wie folgt aufgebaut. Da haben wir einmal einen. Zum Beispiel hier zwei Möglichkeiten gibt es. Kommt ungefähr aufs gleiche hinaus. Wir nehmen einen Ofen. Ne? Ganz normal. Dann Maschinenblock. Den kriegen wir aus 8 Refinion Iron her. Oder Refine Iron. Das heißt, das ist eigentlich ein Eisenbarren, der nochmal gebrannt wurde im Ofen. 8 Stück, einmal hier wieder im Kreis und fertig ist. Und eine Batterie,
Und die Batterie, die kann man hier anscheinend nicht drüber anklicken. Die Batterie, da kann man auch eine leere nehmen, da muss man keine volle nehmen, die lädt man ja dann nachher auf. Ach ne, die muss ich anklicken. Das sind also 4x Zinn. Ja, Zinn ist hier Zinn an der Stelle. Dann haben wir 2x Redstone und ein Kabel. Ein Kabel haben wir schon mal gesehen. Oder haben wir? Das ist einfach ein Kupfer. Drei Kupferbarren ergeben halt ein paar Kabel. Wenn wir die in der Seite pappen und oben nochmal Rubber, beziehungsweise kann man Rubber und Kupfer Kabel dann halt hier so ein isoliertes Kupferkabel basteln und daraus dann die Batterie. Und damit könnte man Generator schon mal erzeugen, mit dem wir halt Strom ganz vernünftig was machen können. Und als nächsten Schritt hätte ich dann gesagt, und dafür brauchen wir, wie wir sehen, aber Redstone, dann für die Batterien schon. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, wäre ein Macerator. Da müssen wir nochmal gucken. Macerator dient eigentlich der ganzen Geschichte, dass wir aus den ganzen Erzen, die wir haben, zwei machen können.